Guten Morgen, wir sind noch in Eugene, der nächste Tag. Und ja, jetzt geht's gleich los zum Strand. Heute haben wir einen Strandtag. Geplant ist es, ein ja, Passadia, so nennt sich das, zu machen. Soll heißen, wir werden uns für ein Tagesticket in ein Hotel einchecken, dort alle Annehmlichkeiten eines Hotels genießen und abends wieder abreisen. So der Plan. Von daher gucken wir mal. Wir haben einiges gehört, dass es wohl nicht funktioniert oder doch oder wie auch immer. Vor einem Jahr ging es noch und wir gucken einfach mal, ob das immer noch funktioniert und ja, drückt mir einfach mal die Daumen. Wir sind jetzt hier gerade am Pool, ist gerade ein bisschen lauter. Ich nehme mal nachher auf. Neuer Versuch, ich mach's schnell. Wir waren jetzt gerade in drei verschiedenen Hotels. Im dritten hatten wir jetzt endlich Glück für eine Passadia. Leider kann man aktuell wohl nicht mehr so richtig in Peso zahlen, beziehungsweise ein bisschen komplizierter. Ich erkläre es vielleicht in einer ruhigen Minute, wenn hier keine Hintergrundmusik läuft. Genau, nee, ansonsten, wir haben jetzt pro Person 40 Euro bezahlt und haben jetzt hier quasi von 9 bis 9 Uhr Vormittag bis 11 Uhr abends alles inkludiert. Also an sich fairer Preis. Wo war ich von stehen geblieben? Preise. Wir haben jetzt 40 Dollar, Euro, wie auch immer, pro Person bezahlt. Das preist sich also vollkommen in Ordnung. Mit dem Wechselkurs. Man kann auch mit Peso bezahlen, muss allerdings auf einer Karte sein. Das heißt, es muss eine kubanische Karte sein. Und dann wird der Wechselkurs 1 zu 120 angewendet. Also ist ja der offizielle Kurs aktuell. Und genau, damit könnte man dann sogar noch ein bisschen günstiger fahren, wenn man also jemanden kennt, ja, und dann mit einem Kubaner herkommt, dass man dann wiederum das Ganze dann über eine kubanische Karte nutzt oder bezahlt und dann halt mit Peso zahlt. So eine Mexiko-Kurs von 1 zu 120. Ja, so sieht's hier aus. Und ich gehe jetzt mal ins Wasser.
Langsam dem Ende des heutigen Videos. Es ist 20 Uhr. Wir haben gegessen und ja, jetzt geht es wieder heimwärts. Nicht ganz. Wir fahren jetzt zurück nach Eugenstadt und dort haben wir noch die Unterkunft, wo wir auch gestern schon heute übernachtet haben, auch für diese Nacht noch gebucht. Genau, da haben wir noch unsere Sachen liegen. Das heißt, da geht es jetzt gleich hin. Da werden wir dann noch nächtigen und morgen früh geht es dann wieder zurück nach Contramaestre. Ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen und wenn ja, wisst ihr, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann gerne abonnieren. Danke euch. Im nächsten Video geht es dann weiter hier in Kuba. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.